Ich erkläre es nochmal ganz genau. Hallo, Teddy. Teddy. Alles klar? Hey. Teddy's back. Wo warst du? Wollte kurz Kaffee trinken. Warst du kurz Kaffee trinken? Ja. War alles okay? Hier war alles gut. Ja, ja, war ein bisschen, war wildes Durcheinander kurz. Okay. Ich habe kurz da gesessen, wo du sitzt. Krass, warum? Ja, weil jemand anders hat dann kurz die Sendung übernommen. Okay. Ja. Strange. Also die Show gestohlen, ohne mir die Show wirklich zu stehlen, einfach in der Sendung gestohlen. Und wer führt? Du. Mit 7 Punkten. Ja. Okay. Ich kann dir nachher ein Foto zeigen, habe ich schon festgehalten für dich. Cool, freue ich mich. Gut, bei der nächsten Kategorie, aufgepasst, Ladies and Gentlemen, bei der nächsten Kategorie ist es sehr, sehr, sehr vieles sehr, sehr andersrum. Ich werde eine Frage vom Satzende beginnen stellen und ihr müsst die Antwort auch Wort für Wort vom Ende her geben. Also ihr müsst es einmal rumdrehen. Das ist ein Gehirnknoten, der da entsteht. Wenn ihr diesen Gehirnknoten lösen könnt, dann ist das ganz einfach. Wenn aber nicht, dann ist das sehr, sehr schwer. Wenn ihr buzzert, müsst ihr auch sofort antworten. Ah. Wir dürfen nicht so langsam uns da... Ihr könnt euch da nochmal reintasten, aber es sind maximal 10 Sekunden, die ihr habt. Also das heißt, ihr idealerweise löst ihr es schon für euch und buzzert dann und rattert durch. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und dann versteht ihr es. Ja? Ja. Die erste Frage. Oh. Befindet gerade euch ihr der in Show, die heißt Wie? Show, die mir stiehlt wer? Show, die mir stiehlt wer? Ja. Ist richtig. Wir haben eine weitere Frage und ich beginne am Ende der Frage. Hauptrollen DiCaprio, Leonardo und Pitt Brett spielten Streifen Tarantino welchen im? Boah. Hollywood. In Upon a Time. Rückwärts. Bastian. Hollywood. In. Time. Upon. Once. Einen Buchstaben hast du vergessen. Ach, wie dumm. Ja. Ja. Aber wir reden vom selben Film, ne? Bei... Ah, Mann! Ich hab, ja. Ach so. Hollywood in Time upon a Zeit ist rum. Once. Oh, falsch. Das ist einfach so ein Knoten, Mann! Oh. Also, willst du es versuchen oder nehmen wir die nächste? Ja, doch, doch. Bitte mach's. Hollywood in Time A upon Once. Jawohl. Buzzer noch einmal, dann können wir hinten noch auslösen. Es ist richtig. Wir haben eine weitere Frage. Empfing Gott von Bibel laut Moses die Gebote 10, der eines lautet wie? Einfach irgendeins, oder was? Wer, ich? Stehle nicht. Paulina? Stehle nicht, sollst du. Ah, gut. Korrekt. Ein Punkt für Paulina. Stehle nicht, sollst du. Stehle nicht war es auch, aber ne, du sollst nicht stehlen, heißt es ja. Und nicht... Stehle nicht, nicht stehlen. Nicht stehlen ist alleine wenig. Eine weitere Frage. Inne CDU der Bundesparteivorsitz, den Laschet Armin vor direkt, hatte Nachnamen und vor welchem mit Person eine? Bastian. Karrenbauer Kramp Annegret. Karrenbauer Kramp Annegret ist richtig. Jo. Wow. Boom, ein Punkt für Bastian. Und wir kommen schon zur letzten Frage in diesem Spiel, in dieser Kategorie. Und Steffi, ich möchte dich nicht unter Druck setzen, aber du müsstest jetzt punkten. Okay. Weil wir danach die Runde zumachen. Und im Moment wärst du raus. Deswegen no pressure. Ich sag's dir wirklich nur, weil dann hättest du einen Gleichstand mit Bastian, wenn Bastian jetzt nicht punktet. Aufgepasst. Diese lautet wie? Kind jedes kennt Liedes. Dieses Zeile, zweite, die auch, Tannenbaum O, Tannenbaum O.
Bastian. Blätter, deine sind grün wie. Blätter, deine sind grün wie. Ein Punkt für Bastian. Stimmt das? Das stimmt. Das war Antworten, die lauten wie?